Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Pokémon Saphir. Ja, ich war ein bisschen blöde, war ein bisschen blind und habe mir ein paar Tipps und Tricks geholt, wie ich weiterkommen kann. Ich habe gemerkt, Surfer kann ich noch gar nicht bekommen. Um Surfer zu bekommen, muss ich den 5. Orden haben. Ich habe gerade mal 3 gepackt. Ja, der 4. Orden ist auch an einem Ort, wo ich hätte nicht draufkommen können so schnell. Weil wir ja den Weg entlang gegangen sind und naja, wir hätten den Weg wieder zurücknehmen müssen. Das war wohl ein Fehler. So. Um euch das mal zu zeigen, müssen wir jetzt erstmal den ganzen Weg hier nochmal hoch. Glücklicherweise müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg entlang, wo ich hätte vielleicht gehen müssen. Denn anschließend können wir uns dann wieder Zerschneider holen. Auch der Schneider ist sehr einfach zu finden, hätten wir schon längst holen können. Aber wie gesagt, ich spiele das gerade ganz blind. Und hier war ja vorher Team Aqua. Und Team Aqua ist ja, Magma ist ja hier rausgegangen. Und wir hätten eigentlich nur den Weg hier zurücknehmen müssen, um anschließend zur nächsten Arena zu kommen. Also so simpel, dass ich schon gar nicht drauf gekommen bin. Ja, ich begrüße euch jetzt mal herzlich hier zu dieser Folge. Zu dieser etwas verwirrende Folge für den Start, könnte man eher sagen. Und weg. Ja. Immer mehr Schnee. Oder Asche, besser gesagt. Das ist ja kein Schnee, das ist die Asche. Sind die Aschenwolken hier. So. Dann habe ich vorhin nochmal nachgeguckt gehabt, wie man hier durchkommt, aber das ist auch so simpel. Da wird man eigentlich schon wieder durchgeführt. Da man den ersten und einzigen Trainer besiegen muss, der hier nicht irgendwie so komisch rüberkommt. Ich weiß nicht mal, ob Team Magma oder Aqua, also ob Team Magma überhaupt in unserem Freundeskreis steht, aber anscheinend helfen wir denen hier gerade. Ach, ich hätte normalerweise noch Pokémon wechseln müssen. Naja, ist egal, das kann ich ja jetzt nochmal machen. Ist ja jetzt kein Weltuntergang. Solange hier jetzt keine Paralysierung oder Verwirrung anschließend kommt. Wir könnten natürlich auch noch mit Schwalbini kämpfen. Hatte ich ja eigentlich vorgehabt. Aber ich denke mal, für diese Ecke sollten wir das lieber mal vermeiden. Eine zu große Herausforderung wäre das. Oder man könnte eher sagen, das wäre zu riskant. So. So, erster von Team Aqua besiegt. Insgesamt gibt es 3 mit dem Big Boss. Der Big Boss, der kommt mir schon ähnlich vor. Den hatte ich auf einem meiner Thumbnails, glaube ich, schon mal drauf gehabt. Deswegen wird es ein bisschen anders, dass ich das Thumbnail ein bisschen anders machen werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das jetzt diesmal einbaue. Weil ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt der Big Boss quasi hier oben ist, aber vielleicht kommt er auch öfters, das kann auch sein. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen zu wechseln. Ne, ist egal. Versuchen wir mal ein bisschen zu trainieren. Och, Schwalbini ist ein ziemlich gutes Pokémon. Und Level 21. Ja, diesmal möchte ich wechseln. Und tschüss, mein Lieber. Was ich mich die ganze Zeit frage, das ist Team Aqua. Und Team Aqua hat viele, man könnte sagen, viele Pokémon, die mehr Feuer sind als Wasser. Und wie Team Magma das hat, das weiß ich leider nicht. Ja, so geht das Ganze drumherum. Und jetzt wechsle ich aber. Bei dem Big Boss möchte ich nicht als Verlierer hinter dastehen. Denn der hat nämlich ein bisschen stärkere als Schwalbini ist. So.
Das muss halt sein. Ey, mein Freund, was machst du hier? Ja doch, ich glaube, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein. Ich will mich jetzt nicht ein bisschen irren, aber sind ja schon ein paar Tage vergangen. Was heißt paar Tage? Das waren jetzt 2 Wochen ungefähr. Wenn man nach der Zahl abrechnet, ungefähr. Ja, kein schlechtes Pokémon. Jetzt nochmal. Ja, super. Er nimmt Supertrank. Super. Damit hätte ich ihn jetzt nicht kriegen können, so einfach. Ist egal. Haben wir jetzt erstmal das erste Pokémon besiegt. Wie das mit dem zweiten aussieht, das kann ich natürlich noch gar nicht sagen. Mal sehen, wie es wird. Bin ja kein Hellseher. Muss ja auch erstmal nachgucken, was ich überhaupt machen muss. Wieso? Was? Ach. Nee. Oh Gott sei Dank, ich dachte, der würde mir schon irgendwie eine paralysierte Attacke ersetzen. Dann wäre ich ja ganz am Arsch. Nein! Es war ja klar. Warum sage ich das eigentlich, wenn es eh passiert? Na komm, was ist denn das hier für ein unfairer Kampf? Komm schon, jetzt sei nicht verwirrt. Komm, greif an. Doch nicht dich selber, Mann! Ah! Wir haben nur einen normalen Trank, der hilft ja jetzt kaum was. Ja, super. Damit hat das jetzt so viel gebracht. Komm schon, jetzt greif an, bitte! Wieso? Wenn ich jetzt gegen den verliere, das wäre ja total miese. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt habe ich gar keine Chance mehr gegen den. Ach nee! Kann doch nur ein schlechter Scherz hier sein. Geh kaputt. Warum jedes Pokémon hier verwirren? Das gibt's doch gar nicht. Du bist doch ein gemeiner Gegner hier, ehrlich. Unfairer Kampf hier. Ja, klar. Und wir landen gleich in den nächsten Pokémon Center. Ja, in den letzten Pokémon Center. Besser gesagt. In dem wir angefangen haben. Heißt, den ganzen verdammten Weg wieder hochlaufen. Sag mal, warum willst du den jetzt eigentlich verwirren? Ach komm schon, jetzt mach mich kalt. Damit ich endlich... Oh, also als ich das vorhin nochmal kurz getestet habe, kam ich sogar in dieser eine Stadt an. Weil ich habe das mal kurz angetestet gehabt, habe aber nicht gespeichert. Damit ich den Let's Play jetzt nicht hier beschädige. Und da habe ich alles beim ersten Zug durchgeschafft. Warum ich das jetzt nicht hinkriege, ehrlich mal. Dax. Ich dachte, jetzt könnten wir heute vielleicht noch die Arena schaffen, aber wenn der so weiter langsam angreift. Dann kommen wir sicherlich nicht mehr so dazu, den Arena-Leiter noch zu besiegen. Weil bei der Arena war ich jetzt noch nicht drin, aber komm schon, jetzt mach mich kalt. Den müsstest du doch auch hinkriegen, ehrlich mal. Ich muss irgendwie eine andere Strategie. Ich habe aber vorhin auch das gleiche gemacht. Ich sagte, der hat mich vorhin verwirrt, aber ich konnte trotzdem angreifen. Dass ich jetzt nicht angreifen konnte, ich glaube, das ist... da hilft nicht mal ein Paraheiler. Und schon müssen wir den ganzen verdammten Weg wieder hochlaufen. Toll. Hax. Ist immer so eine Sache. Wer, da kommt ein Kleinstein raus. Gut. Gut. Ich will den ja jetzt besiegen. Es kann ja nicht sein, dass ich den jetzt beim ersten Mal wieder verkacke. Vorhin habe ich ihn versucht und ich habe den noch nicht mal gekannt, den Gegner. Habe ich den mit einem Schlag hingekriegt. Naja, gut, nicht mit einem Schlag wie Pokémon, aber...
Der war paralysiert, aber trotzdem habe ich den besiegt. Ohne Probleme. Warum ich jetzt total die Probleme hatte, weiß ich selber nicht. Jetzt sind meine Pokémon ja geheilt. Jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Hoffe ich mal. Dummerweise habe ich nur einen normalen, dämlichen Trank. Und der hilft gar nichts. Passt auf, ich werde euch noch hier das führe ich dann lernen, Junge. Hax. Danke, danke, danke. Du. Dass du mich gerade besiegt hast, finde ich aber nicht sehr nett. Und ja, ich weiß, du kannst dich an dieser kurzen Aktion auch nicht erinnern, weil du eigentlich ein Gedächtnis wie eine Erbse wahrscheinlich in deinem Kopf hast. Aber hey, das sind NPCs. Die können sich so oder so nicht immer alles merken. Das Merkvermögen der NPCs sind so oder so ein bisschen gering. Komm schon, mit Doppelkick muss ich den hinkriegen, oder? Jawohl. Geht doch. Erstes Pokémon schon mal weg. Und da versuche ich jetzt mal mit Glut. Ja, die Attacke ist daneben. Boah, ja, endlich. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Na, also geht doch. Warum war das gerade so verdammt schwierig, dass ich den besiegen konnte, wenn das so einfach und simpel gewesen ist, da durchzukommen? Bei jedem Pokémon, bis auf Goldbart, habe ich einen Schlag gebraucht. Im Großen und Ganzen, also eine Attacke, besser gesagt. Warum war das gerade so verdammt schwer? Ich bin nicht mal ein Level höher. So, jetzt will ich euch endlich mal die Arena zeigen. Ich hoffe, da kommen wir noch zu. Ich denke mal schon, ja, jetzt sind wir jetzt endlich fertig, Gott sei Dank. Jetzt können wir endlich auch zu der vierten Arena hingehen, damit wir, bevor wir dann anschließend die fünfte machen können, die dann wieder in dieser Einstadt ist, wo uns schon jemand erwartet. Und normalerweise würde ich jetzt hier sämtliche Trainer besiegen, da ich das aber jetzt so gut wie versuche zu vermeiden. Oh! Ja, den habe ich vorhin nicht gefunden. Feuerheiler! Ach, egal. Machen wir sie ja auch noch. Kann ja nicht so schwer sein wie Big Boss. Normalerweise würde ich ja eigentlich, wie ihr wisst, eigentlich alle Trainer jetzt besiegen. Das können wir aber anschließend machen. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit aufwenden. Und, Mann, wir haben jetzt eine ganze Weile für diesen verdammten Typen da gebraucht. Also ich werde nochmal gucken, dass ich da nochmal hingehe, um den einen da noch oben da zu besiegen. Die haben wir jetzt hier besiegt, könnte man sagen. Es ist eigentlich mehr geplant, als wie ich eigentlich wollte. Also mehr jetzt, was ich machen muss, als wie ich eigentlich geplant habe. So. Das ist einfach, wenn man das Spiel quasi teils sogar blind spielt. Ich weiß nicht, im Blind war ich ein bisschen besser, aber ohne Blind hätte ich niemals rausgefunden, wo ich langen muss. Also mal ganz abgesehen davon, dass ich so blind gewesen bin, ich hätte einfach den Weg zurücknehmen können. Die waren in der Höhle, wir haben nicht gekämpft. Da war doch was faul. Klar, wir hätten einfach den Weg zurücknehmen können, anstatt den Weg nach vorne. So, das wird wahrscheinlich auch ein Trainer sein. So, jetzt sind wir hier nämlich in Bad Lavastadt. Und hier werde ich erstmal meine Pokémon heilen, bevor wir in der Höhle reingehen. Ich weiß, ja, ich müsste meine ganzen Pokémon eigentlich trainieren. Und jetzt raus hier alles, glaube ich. Einen Moment. So, okay. Ach, Mensch. Das ist ja meine doofe Aufnahme. Jetzt spinnt das Kabel rum. So, okay. Alles klar. Das Kabel ist jetzt ein bisschen am Rumspielen gewesen, deswegen hat es gerauscht, weil es nämlich nicht gerade heile ist. So, wir gehen jetzt mal in die Arena rein. Ich will wissen, was jetzt da drinnen uns erwartet. Und uns erwartet ein dicker Nebel und...
ein paar Trainer. Dies wird wieder eine Feuer- und Lava-Arena sein, also mehr die Lava-Arena. So wie auch die Stadt selber heißt. Und, warum habe ich vorher nicht Feuerwegefeger gemacht bei Gold King? Bin ich denn... Ach, da habe ich die Attacke und dann passiert sowas. Ja gut, das mit dem Kabel war auch nicht abgesehen, dass das jetzt so rumspinnt. Ich habe gleich noch eine Aufnahme zu machen und. Da. Ich muss gleich erstmal nachgucken, was ich mit dem Kabel machen kann. Nun geh doch mal kaputt. Das ist gleichzeitig sowohl ein Kick als auch eine Feuerattacke. Und die hätte ich natürlich einsetzen können. Und ich... warum bin ich nicht selber drauf gekommen? Und jetzt komme ich in dieser verdammten Arena erst drauf. Ax. Nee. Also nein. Ich sollte mich schämen, dass ich sowas noch nicht mal hinkriege. Nein. Ja. Damit hätten wir schon mal den ersten besiegt. Autsch. Ja, nee, okay. Da können wir nicht hoch, also ist hier... Boy. Gut, also okay, wir wissen auf jeden Fall nicht, wo ein Loch ist oder eine Arena ist anscheinend. Arena-Leiter. Ist ja gar nicht verkehrt, wenn wir jetzt ein paar Trainer da besiegen. Ich will ja auch nicht unbedingt hier die Trainer auslassen. Jetzt mal ernsthaft, abgesehen davon, dass ich jetzt einen einzigen Trainer jetzt mal durchgehen lassen habe. Oder zwei Trainer, der eine ist ja auch noch da rumgelaufen. Aber das werde ich noch nachholen, auf jeden Fall. Hier, nochmal Feuerfeger. Bam! Wir müssen auch nochmal irgendwie gucken, dass wir noch einen Weg zurückfinden, wenn wir unsere Pokémon heilen wollen. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. So, dann haben wir hier sind wir durchgegangen. Hier kämen wir auch zurück. Bums. So, ich muss mal eben kurz heilen. Sicher ist sicher. Selbst wenn das ein bisschen blöde ist. Aber ich möchte nicht hinterher wieder total ablosen, wie bei dem Aqua-Trainer-Gräber war. Nur. Oder so oder weiter. So, wir wissen, der eine Trainer ist hier. Ja, gut, dass er jetzt gezeigt wird. Der andere Trainer wird auch gezeigt. Finde ich super. So, dann haben wir wahrscheinlich hier nochmal... Nein, nicht runter. Ich wollte eigentlich... Ja, gut. Ein Sprung nach dem nächsten. Was? Wo ist... Ja, super. Das heißt also, das Loch ist hier. Und das nächste Loch, was uns hochkatapultiert, ist hier. Das ist ja eine verwirrende Arena. Hier sehen wir schon mal den Arena-Leiter oder Arena-Leiterin. Ja, komm raus. Versteckspiel ist jetzt vorbei, Junge. Naja, wenigstens haben wir schon mal den Anfang der Arena gemacht. Und wie gesagt, ich werde die anderen nochmal nachholen. Normalerweise ist das eigentlich nicht meine Art so. Aber mal abgesehen davon, dass es gerade mal zwei normale Trainer gewesen sind. Ja, okay. Ich habe ja gesagt, dass man eigentlich am besten jeden Trainer, den man findet, besiegen soll, beziehungsweise kämpfen sollte. Und, ja, gut, ich gebe es zu. Diese zwei habe ich jetzt mal ausnahmsweise ausgelassen, um Zeit zu sparen, um noch an der Arena dran zu kommen. Hier ist wieder ein Loch. Ist das da oben auch ein Loch gewesen oder nicht? Ja, dann weiß ich schon. Oder auch nicht. Nein, Moment. Jetzt katapultiere ich mich ja. Warum kann ich denn hier keinen Trainer besiegen mehr? Ich tippe immer auf das Falsche und kann keinen Trainer besiegen. Ist hier ein Trainer? Moment, ich stelle mich jetzt einfach davor. Da ist ein Trainer. Na also! Warum soll ich die ganze Zeit hier so vermuckst rumlaufen, wenn ich doch auch noch die Trainer besiegen kann?
Das mit der Arena können wir uns auch nächstes Mal sparen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Arena uns jetzt wegläuft. Mal eben kurz. So eine Arena habe ich noch nie gesehen. Ja komm, mach hin, damit ich auf Level 40 komme. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, wir sind schon fast beim Arena-Leiter. Schon möglich. Oh! Tja. Tja. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen, ja. Auch wenn ich gerne die anderen Trainer noch gesehen hätte, aber... Versuchen wir es mal. Weil ich habe sie jetzt echt nicht... Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang musste. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt Gegner gewesen sind. Könnte ja auch Fallen gewesen sein. Von daher, diese Arena ist total verwirrend. Okay, Arena-Leiterin. Mit Pokémon, die auch nicht schlecht sind, aber... Ich glaube, das lässt sich noch durchhalten. Ja, nicht schlecht. Ach ja, ist denn hier nicht genug Rauch in der Arena gewesen? Jetzt weiß ich ja, woher der kommt. Nein, jetzt sind wir auch noch vergiftet. Alter, das zahle ich dir heim. Nein! Wieso muss der jetzt unbedingt gerade jetzt in dem Moment Hypertrank nehmen, Junge? Ach, ich hätte einmal Schnabel machen können. Ich bin doch wirklich blöde heute. Ein Fehler nach den anderen. Das ist der größte Joke bald. Oh, ich hoffe, wir haben noch Gegengift. Wenn wir kein Gegengift haben, dann hoffe ich, dass wir das hier noch durchpacken. Aber ich habe gesagt, wir versuchen es ja erstmal. Paraheiler, Supertrank, Tempo etc. Portionen. Nein, Gegengift ist nicht dabei. Hä, warum hat das vorhin so gut geklappt? Ach komm schon, bitte. Das wäre jetzt so genial, wenn wir jetzt die Arena hier auch noch besiegt haben. Wir wären dann wieder einmal einen Schritt weitergekommen. Nein, ich will nicht wechseln, auch wenn mein Pokémon verletzt ist. Die anderen Pokémon könnten niemals gegen die antreten. Ja, 100 pro nicht. Wir hätten noch einen Hyperheiler, den haben wir, glaube ich, gefunden. Versuchen wir nochmal Feuerfeger. Okay, bringt nicht viel. Dafür werden wir wahrscheinlich jetzt geschlagen. Ich würde mal doch mal sagen, Hyperheiler nehmen. Was? Der hat ja gar nichts gebracht. Ich dachte, das wäre jetzt... Ach, das war Hypertrank. Aber der hätte doch was bringen können. Hier sehe ich noch Supertrank. Haben wir, glaube ich, auch noch gefunden. Ach, komm. Nee, oder? Ey, wenn er hier so weitermacht, dann haben wir gleich total verloren. Warum habe ich das nicht vorher... Krach, nee. Nein, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt haben wir nur noch normalen Trank. Der hilft doch nicht weiter. Jetzt muss ich auf Glück spielen, oder was? Ha! Nee, oder? In den letzten Minisekündchen die... Ach, nee, oder? Wahnsinn! Spannung pur, ich habe es tatsächlich noch geschafft, hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber es war nicht einfach. Damit hätten wir unseren vierten Orden und können uns gleich damit zu begeben,
den 5. zu holen. Ich bin schon aufgeregt und gespannt, was daraus wird. Bis Level 50 können unsere Pokémon sein, die meisten sind aber gar nicht so hoch. TM50 habe ich auch nachgelesen gehabt, kriegen wir von ihr. Blablabla, habe ich mir alle schon mal durchgelesen gehabt. Und ja, ich hoffe, wir gehen jetzt hier in den richtigen noch. Ja, ja, richtig. Ja, ich hoffe... Ah ja, stimmt. Ups. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Arena werden wir uns dann wiedersehen. Ja, normalerweise wäre hier noch ein Battle, aber das müssen wir auf das nächste Mal verschieben. Ich werde auch mal gucken, dass man das irgendwie so absichert, dass ich da nochmal hingehe oder sowas. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, dass wir uns wieder kämpfen müssen. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder bei einem Battle. Ich muss das mal ein bisschen anders machen als wie sonst. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal dann. Bis dahin, ciao.